Mein erstes Mal Hamburg vor 20 Jahren, das war Liebe auf den ersten Blick. Dass ich heute die Möglichkeit habe, diese wunderschöne Stadt mitzugestalten, das ist unglaublich. Umweltschutz war schon immer mein Thema. Ich bin davon überzeugt, dass das Zeitalter von Kohle und Atomstrom der Vergangenheit angehört. Darum arbeite ich mit meinem Team daran, hier vor Ort saubere Energie aus Wind zu erzeugen. Aber wie wird aus Hamburgs steifer Brise Ökostrom? Wind gibt's in Hamburg bekanntermaßen ja genug, aber nicht genügend freie Flächen. Um trotzdem Windenergie produzieren zu können, sind wir auf den Hamburger Hafen gekommen. Zum Beispiel hier, auf das Gelände des Stahlwerks, wo wir drei Anlagen errichten konnten. Es sind riesige Dimensionen, in denen wir uns bewegen. Allein der Rotor ist mit 117 Metern Durchmesser höher als die Elbphilharmonie. Und die Größe zahlt sich aus. Alleine mit dem Strom aus diesen drei Windkraftanlagen können wir über 8000 Hamburger Haushalte versorgen. Hier oben, auf den fertigen Anlagen zu stehen, das ist schon ein großartiges Glücksgefühl. Die Energiewende ist für mich kein Trend, sondern eine Möglichkeit, meine Heimat verantwortungsvoll zu gestalten. Und das ist das, was mich antreibt.